Mit dieser läppischen Menge an Schnee kann ich wahrscheinlich niemanden von euch beeindrucken. Aber auch wenn das Wetter in ganz Deutschland gerade richtig, richtig winterlich nochmal geworden ist, kann man, glaube ich, trotzdem sagen, dass der Vorfrühling praktisch vor der Tür steht. Es ist ja Anfang, Mitte Februar und die ersten Vögel erwachen auf jeden Fall schon wieder aus ihrem Winterschlaf, sage ich mal. Und ich bin hier heute nicht umsonst im Wald, denn die Spechte sind mit die erste Familie, die aus diesem Wintertrauma erwachen und anfangen zu balzen, anfangen zu trommeln, anfangen sich ihren Partner zu suchen für die kommende Brutsaison. Und ich dachte, es ist ein perfekter Zeitpunkt jetzt dafür, mal von den häufigen Spechtarten die Lautäußerungen, sei es Trommeln, Flugruf, Sitzruf, Kicksen, Gesang, all diese verschiedenen Arten, mal sich von den häufigeren Spechtarten anzuschauen. Und genau das möchte ich heute mit euch machen. Ich habe einige Hintergrund-Sound-Dateien, sodass ich euch immer den Ruf oder den Gesang oder das Trommeln einspielen kann. Ich möchte euch ein paar Dinge dazu erzählen. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang, sondern starten direkt. Dieses Video wird präsentiert von Vivara. Gerade in diesen harten Zeiten, wenn Schnee zum Beispiel liegt und es sehr kalt ist, sind Vögel noch mehr darauf angewiesen, dass auch du in deinem Garten etwas zufütterst. Und gutes Equipment, sowohl Vogelfutter als auch Vogelhäuser, Futtersysteme und so weiter, findest du bei Vivara. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du einmal vorbeischaust. Und jetzt weiter mit dem Video. Spechte sind ja vor allem für ihr Trommeln bekannt. Dabei hauen sie mit ihrem Schnabel letztendlich ja, gegen Bäume. Allerdings ist das oftmals gar nicht nahrungssuchend, anders als der eine oder andere denkt. Das machen sie mit viel gezielteren und viel langsameren Klopfen. Ist das oftmals die Revieranzeige. Und gerade wer Spechte kartiert und Spechte mal genauer beobachtet, der wird merken, dass nur Trommeln und Gesang eigentlich Revieranzeigen sind. Also viele der anderen Rufe sind ganzjährig zum Beispiel zu hören oder bringen nicht wirklich was, um Reviere anzuzeigen, Reviere auszumachen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den zwei wichtigen, in Anführungszeichen, Lautäußerungen, dem Trommeln und dem Gesang. Und ich möchte euch nur die häufigen Spechtarten vorstellen. Also ich werde jetzt nicht auf die alpinen Arten wie Dreizehen, Weißrückenspecht, Blutspecht, Wendehals werde ich auch zum Beispiel nicht drauf eingehen, da der im Moment noch nicht da ist. Allerdings Grau, Grün, Schwarz, Bunt, Mittel- und Kleinspecht. Und ich denke, das ist auch schon mal was, wenn du die sicher an ihren Lautäußerungen bestimmen kannst, dann bist du schon weiter als der ein oder andere. Also fangen wir an. Der Grauspecht, der kann trommeln. Er trommelt sogar relativ häufig. 1,5 Sekunden ist das etwa lang. Und relativ laut und schnell macht er das. Ihr hört es im Hintergrund. Der Grauspecht nämlich anders als der Grünspecht, der ja nur relativ selten trommelt. Und wenn er aber trommelt, dann auch schnell 1,5 Sekunden in etwa lang. Und er macht das vor allem, um ja, dem Partner eine geeignete Höhle anzuzeigen. Der Schwarzspecht, unser mächtigster Specht, der trommelt auch sehr regelmäßig und vor allem sehr kräftig und lange. Das Männchen ungefähr 3 Sekunden, das Weibchen etwas kürzer, 1,75 Sekunden lang. Und daran kann man die Spechte ganz gut unterscheiden. Also ein Schwarzspecht trommelt einfach deutlich, deutlich länger und deutlich lauter als die anderen Spechte. Ich habe mal gelesen, dass man das Trommeln des Schwarzspechtes bis zu 4 Kilometer weit hören kann. Schauen wir jetzt uns mal die schwarz-weiß roten Spechte an und fangen mit dem größten an, dem Buntspecht. Dieser trommelt auch 0,4 bis 0,8 Sekunden lang. Und die Einzelschläge sind kaum hörbar, weil er relativ schnell trommelt. Beim Mittelspecht ist es so, dass dieser relativ selten trommelt. Und selbst dann ist das Trommeln nicht wirklich revieranzeigend. Deshalb springen wir direkt weiter zum Kleinspecht. Dieser trommelt auch, allerdings sehr, sehr schwach. Und ich finde, das ist so schnell, dieses Trommeln, dass es gar nicht mehr die Einzelschläge hörbar sind, sondern mehr so ein Knattern ist. Und ungefähr 1,2 bis 1,8 Sekunden macht er das. Teilweise mit kurzen Pausen zwischendrin und dann nochmal. Dadurch wirkt dieses, wenn die Pause sehr, sehr kurz ist, wirkt es, als würde er sehr, sehr lang, fast so lang wie ein Schwarzspecht trommeln. Anders als der ein oder andere denkt,
Singenspechte auch. Das sind oftmals ja Verlängerungen ihrer Rufe, die wir uns später noch anhören werden. Und fangen wir wieder ganz normal mit unserer Reihenfolge an. Der Grauspecht. Der Grauspecht und der Grünspecht sind ja so zwei Arten, die relativ ähnlich singen, wo es vielleicht die ein oder andere Verwechslung gibt. Aber als kleine Eselsbrücke, der Grauspecht, den kann man sehr gut nachpfeifen, den Gesang. Was man beim Grünspecht nicht so gut machen kann. Außerdem, der Grauspecht hat eine graue Kappe. Ich merke mir das immer, ja, wie graue Haare. Der ist schon alt, der kann nicht mehr so lang. Damit ist sein Ruf und sein Gesang kürzer. Und er fällt nach hinten hin ab. Und weil er einfach aus der, seine Puste geht ihm aus. Das ist immer so, wie ich mir das merke. Während der Grünspecht 10 bis 18 lachende Rufe hat oder Töne hat, die man nicht so gut nachpfeifen kann, und außerdem sind sie auch abfallend und beschleunigen sogar teilweise ein bisschen nach hinten raus. Auch der Schwarzspecht, sein Sitzruf ist ja der berühmteste, aber der Schwarzspecht hat auch einen Gesang und der hört sich ein bisschen an wie ein Grünspecht, allerdings kann man den ganz gut daran erkennen, dass er einen zögerlichen Beginn hat und auch viel wilder, viel mächtiger wirkt, einfach weil er auch viel, viel größer ist. Der Buntspecht hat keinen Gesang. Dafür der Mittelspecht, und zwar so ein langsames Quäken. Ich finde, das hört sich immer an wie so ein gequältes Tier oder ein sterbendes Tier. Ihr hört es im Hintergrund. Das ist so ein bisschen meine Eselsbrücke. Und der Kleinspecht, ja, wie der Name schon sagt, ist ja auch unser kleinster Specht hier von den schwarz-weiß-roten Spechten. Und dementsprechend ist sein Gesang so ein schnelles Kikikikikikikik. Relativ hoch, also man hört es ihm an, dass er kein großer Vogel ist. Einen einzigen Specht haben wir, der einen Sitzruf hat, der sonst nie geäußert wird, und das ist der Schwarzspecht. Das ist dieses, wie soll man es sagen, er keckert nicht, er kickst auch nicht, das machen die anderen Spechte, sondern hier sind überall Misteldrosseln und Wacholderdrosseln, die hier waren aus dem Wintergoldhähnchen. Ja, der Schwarzspecht, ich möchte gar nicht davon ablenken, der hat diesen Sitzruf, den man sehr, sehr weit hören kann, sehr mächtig sich anhört, und den wird sicherlich jeder von euch schon kennen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Keckerlaute und die Kickslaute der verschiedenen Spechte. Diese werden im Flug gerufen, teilweise sind sie auch Warnruf, Standortruf. Also wer die drauf hat, der kann schon mal einige Spechte abdecken. Und der Grauspecht hat einen Keckerruf. Dieser wird wirklich als Flug-, Warn-, aber auch als Standortruf genutzt. Der Grünspecht hat das auch. Dieser ist auch als Warn- und Flugruf, teilweise auch als Standortruf drin. Und es sind beides letztendlich verkürzte Singstrophen, die man aber auch das ganze Jahr dann überhört. Der Schwarzspecht, wie vorhin schon besprochen, hat das nicht. Dafür der Buntspecht, und das hört man vor allem zur Fortpflanzungszeit. Das ist jetzt ein Ruf, den ich persönlich noch nicht ganz so häufig gehört habe. Gerufen habe ich den noch nie, aber ja, gar nicht so schlecht, wenn man den auch kennt. Beim Mittelspecht ist dieses Keckern der wohl bekannteste Ruf. Der wird ganzjährig auch zu hören sein, und das ist wirklich so ein Ruf, den man drauf haben sollte. Ganz grundsätzlich ist der Mittelspecht daran zu erkennen, also an den Rufen, dass er weicher ruft als der Buntspecht. Also gerade später auch bei den Kicksrufen wird man das sehen oder hören, dass der Buntspecht viel härter ruft, mehr so Kicks, 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 während der Mittelspecht, und wir fliegen über Buchfinken auf, während der Mittelspecht mehr so ein Gück, Gück, etwas weicher hat. Nun zum Schluss noch zum Keckerruf des Kleinspechts, den hört man sehr, sehr selten, aber auch dieser ist klein und quietschig, wie der Vogel selber auch, und damit kann man sich den, finde ich, ganz gut merken. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Kickslaute. Beim Buntspecht, wie eben schon gesagt, ist das ein sehr hartes Kicks, bei dem Mittelspecht ist das ein Gück mehr, und auch beim Kleinspecht hört man den regelmäßig, aber nicht ganz so häufig, und es ist mehr so ein Kick. Kann man sich einfach mal merken. Die Kickslaute hört man doch das ein oder andere Mal. So, nun noch zum Flugruf. Beim Flugruf äußern viele der anderen Vögel ganz normal ihre Laute, also ihr Keksen, ihr Keckern, besser gesagt. Beim Schwarzspecht ist es doch aber anders. Also der Schwarzspecht, der hat so einen hohen und schnellen, teilweise einen trillernden
Ruf. Der sieht ja auch anders als die anderen Spechte, fliegt der ja auch keine so Bogen, sondern mehr wie ein Tannenherr beispielsweise. Und dieser Ruf des Schwarzspecht im Flug erinnert mich fast so ein bisschen an Zwergtaucher. Müsst ihr euch mal anhören. Aber ja, ich denke mal, das soll es von diesem Video auch gewesen sein. Ich drehe schon wieder um, mir wird nämlich kalt und ich habe noch einiges vor. Ich hoffe, ich konnte euch die Rufe und Gesänge und Trommler der verschiedenen Spechtarten, der verschiedenen häufigen Spechtarten, ein bisschen näher bringen. Denn bei uns war es die ganze Zeit jetzt so, dass aus allen Ecken schon Spechte zu rufen, zu hören waren, dass sie schon getrommelt haben, schon gesungen haben. Und dementsprechend ist es ja gar nicht so schlecht, jetzt das schlechte Wetter oder den Schneefall nochmal zu nutzen, um da fit zu werden, um dann, wenn der Vorfrühling dann wirklich beginnt, fit zu sein und die Spechte anhand von ihren verschiedenen Lautäußerungen kennen und bestimmen zu können. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es so sein sollte, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und natürlich einen Daumen nach oben. Teile gerne das Video mit deinen Freunden, wenn du meinst, dieser bräuchte auch noch ein bisschen Nachhilfe bei den Spechten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.